So, da sind wir schon bei der letzten Aufgabe für heute, nämlich lebe länger als die Gegner. Was eigentlich ziemlich simpel ist, aber ihr wisst ja, es gibt immer wieder Fragen. Das Ganze machen wir halt einfach im Solo-Modus. So, dann was anderes. Ihr seht unten für alle Neuen. Die alten Hasen hören jetzt einfach nicht hin. So, unten haben wir einen 10-Euro-Passive-Code, der jedes Mal, wenn 10 Abonnenten dazukommen, sich um eine Zahl erweitert. Bedeutet, bei 470 Abonnenten kommt eine Zahl hinzu, bei 480 kommt noch eine Zahl hinzu. Und der Code steht halt in jedem Video unten drin. Also der ist nicht nur kurz eingeblendet, der Code steht da halt immer. Wenn der Code geknackt wird, kommt ein neuer Code. Und so werde ich das halt immer auf meinem Kanal beihalten und wenn ich mit 8.000 € im Minus bin. Aber ich denke mal, das wird nicht passieren, weil ich sehe, ihr seid recht aktiv, um Gottes Willen. Auch nochmal Gruß an alle, die kommentieren und bla bla bla. Denn ihr wisst ja, hier ist der Ladebildschirm, hier ist der Ladebildschirm. Und ihr wisst ja, Ladebildschirmzeit gleich Likezeit, Kommentierzeit. Und wenn du noch kein Abonnent bist, ich dir aber schon öfters mal helfen konnte, lass gerne mal dein kostenloses Abo da. Wie gesagt, es kostet dich ja nichts. Ich investiere hier meine Zeit für euch, versuche euch bei den Aufgaben zu helfen. Also, ihr wisst doch, geben und nehmen. So, dann gehen wir mal rein, was die Aufgabe betrifft. Also, ihr seht, ja, wir sind nur 93 Leute. Wunderbar. Also, es geht eigentlich nur darum, überleben. Einfach, schlicht und einfach. Ihr müsst überleben. So, wir haben jetzt gestartet mit 93. So, wir fliegen erstmal bis zum Ende. Und vor allem nicht irgendwo direkt in eine Stadt fliegen. Das ist schon mal der größte Fehler eigentlich, wenn ihr die Aufgabe wirklich schnellstmöglich erledigt haben wollt. Wir fliegen einfach mal rum. Und ihr seht, es sind schon nur noch 92, also müssen wir schon nur noch 249 überleben. So, wo fliege ich denn jetzt mal hier hin? Ja, schwebende Insel. Ach, wir fliegen einfach bis hinten hin. So, jetzt leben nur noch 92. Wie gesagt, die Runde haben wir bei 93 angefangen. Würde ich ihm sagen, ja, muss hier wäre jetzt auch nicht so die beste Idee. Lucky Landing. Wir gehen einfach mal Lucky. Und ihr seht ja schon links, die ersten sind am Sterben. Ah, er geht dahin. Ja, ich sage, ich habe jetzt nicht wirklich Lust, auf Gegner zu treffen. So, 10 sind jetzt schon gestorben, heißt, wir müssen schon nur noch 240 überleben. Und ihr seht ja, wir sind noch am Schweben. Also eigentlich ist es eine simple Aufgabe. Ihr müsst halt einfach nur länger leben als die anderen. Einfachste Variante, campt einfach ein bisschen. Oder seid halt einfach aktiv. Aber ich denke mal, wenn ihr ganz normal Fortnite spielt, werdet ihr es simpel hinkriegen. Das Einzige, wo das Ganze halt nicht zählt, ist bei Überlebensmodus. Ach, Überlebensmodus. Krabber. Sag schon, Gruppenkeile. Oder Combine. Ihr müsst halt wirklich entweder Solo spielen, Duo spielen oder eben im Team. Aber natürlich auch Arena und so weiter. Also ganz normale Fortnite spielen halt. Gruppenkeile, wie gesagt, nicht, weil da gibt es nichts, was da gezählt wird. Und wie ihr seht, jetzt haben wir schon 30 weniger, heißt, ich müsste schon nur noch 220 überleben. Also, ihr seht ja, die Aufgabe macht sich von ganz alleine. Ihr müsst halt einfach schlicht und einfach nur überleben. Ach, der Moment, wenn du versuchst, im Takt zu reden, wie du haust. Und ihr seht ja, ich versuche jetzt auch nicht hier irgendwie groß Loot zu sammeln oder so. Wir gucken jetzt einfach mal, wo die Zone ist. Spielen halt ganz entspannt. Die müsst euch auch keinen Stress machen. Falls wir sterben sollten, gehen wir halt nochmal eine Runde. Aber natürlich, desto länger wir leben, desto einfacher ist die Aufgabe geschafft. Wenn ihr natürlich immer direkt in die großen Städte reinspringt, ihr werdet immer auf Gegner treffen. Wenn ihr natürlich nicht so gut seid, wie ich zum Beispiel, dann dauert das ganze Spiel natürlich länger. Weil wie ihr seht, wir haben jetzt schon 40 Leute überlebt, heißt, wir müssen schon nur noch 210 überleben. Und so macht sich die Aufgabe halt im Prinzip von ganz allein. So, dahin. Ach, jetzt aber eilig.
Ich hab Zeit. Haha. Er trifft auch noch. Tja. Darf noch nicht runterkommen. Wir haben Zeit. Ich habe gleich 50 Leute überlebt. Ah, wie ihr seht, 49 Leute überlebt. Also das Ganze im Prinzip 5-mal. Schon habt ihr das geschafft. Ist eine simple Sache. Und wie gesagt, ich hoffe, ich konnte euch auch damit helfen, falls ihr da Fragen hattet. Jetzt wisst ihr die Lösung. Lasst gerne ein Abo da. Schreibt gerne auch was in die Kommentare. Ich schreibe gerne mit euch. Die, die schon mit mir geredet haben, wissen das auch. Och, und wir sehen schon, ein Abonnent kam gerade schon im Video dazu. Also macht das Gleiche. Ihr werdet es nicht bereuen. In dem Sinne sage ich jetzt mal, haut rein.